So, dann heiße ich also herzlich willkommen zu der wohl letzten inhaltlichen Vorlesung. Dazu gibt es noch eine Übung, in der das Monitoring beispielhaft besprochen wird nächsten Mittwoch. Wo waren wir denn? Wir hatten einmal kennengelernt, was Monitoring ist, und das behandelt einmal die Erhebung von Statistiken. Das heißt, einen Moment. Naja. Es behandelt die Erhebung von Statistiken im Sinne von Minimum, Maxima, Minima, Maxima, Durchschnitte, Standardabweichungen, einem Count und auch noch der Summe von beliebigen Werten. Also ob es jetzt Doubles sind oder Integer, ist eigentlich egal. Sie können egal welche Art von Werten eingeben. So ein Monitoring-System hat als Ziel, dass darüber über das gesamte Netzwerk Statistiken gebildet werden. Und wenn wir diese Information haben, dann können wir das nutzen, um daraus Verbesserungen abzuleiten. Das heißt, zu bewerten, welche Veränderung ist notwendig im Netzwerk, was sollte angestoßen werden. Zum Beispiel gibt es einen Zusammenhang, je mehr Routing-Tabellen-Einträge Sie haben, desto weniger ist Ihr Hop-Count. Ja, im Extremfall, wenn Sie nur ein oder zwei Routing-Tabellen-Einträge haben und so einen Ring aufspannen, den Chord, dann müssen Sie halt in n Schritten durchlaufen. Wenn Sie aber O log n viele Einträge haben, dann können Sie die Distanz immer halbieren. Wenn Sie die Anzahl der Einträge aber dann nochmal verdoppeln, können Sie da vielleicht also nicht nur halbieren, sondern sogar dritteln, und Sie würden schneller ankommen. Also ist eigentlich ganz günstig, Informationen zu erheben. Und wir hatten verschiedene Verfahren kennengelernt, wie das gehen kann. Genau. Hier, das ist die Übersichtsfolie. Das Einfachste ist natürlich, das per Server zu realisieren. Das heißt, Sie haben einen bekannten Dienst, das ist auch schon standardisiert. Es gibt da Server, die solche Monitoring-Nachrichten entgegennehmen, verarbeiten, zu einer globalen Sicht erstellen. Skaliert natürlich nicht gut, weil der Server nur bestimmt viele Knoten bedienen kann und ist auch nicht so ganz zielführend in Peer-to-Peer-Netzen. Dann haben wir DASIS kennengelernt, was die Idee verfolgt, dass jeder Knoten für seine verschiedenen Präfixe komplett Bescheid wissen soll. Das heißt, wenn ein Knoten den Präfix hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, soll er für die kompletten Präfixe 1, für den Präfix 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und so weiter sich auskennen. Und damit das realisiert wird, wird es von hinten her aufgebaut. Das heißt, erstmal wird die längste ID, der längste Präfix, das ist die eigene ID genommen, und zu diesem soll sich der Knoten komplett auskennen. Das kann er, weil es gibt ja nur ihn und er hat die ganze Statistik zu diesem Teilbaum. Dann muss er sich mit all den Knoten austauschen, die von dem Präfix her eins kürzer sind. Das heißt, hier hat er die ID 00, 0 gehabt und der nächst kürzere Präfix ist die ID 00. Und dazu muss er sich mit all den Knoten austauschen, die anders sind in der letzten Zeichen als er. In diesem Fall gibt es halt nur einen Knoten, mit dem tauscht er sich aus. Er überträgt ihm seine Informationen, der andere überträgt ihm seine Informationen. Sie können sich ja gegenseitig routen und dann kennen sich beide zu der Präfix 00 aus. Um sich dann zu dem Präfix 0 auszukennen, muss er sich mit allen austauschen, die so eine ID haben. Also beginnen mit der 0, also ein Zeichen weniger letztlich. Und dazu gibt es vielleicht diesen Knoten, der kennt sich ja schon zu seiner Domain aus, zu seinem Teilbaum. Und egal, wer in diesem Teilbaum sich hier austauscht, der kann die Informationen zum Teilbaum 00 austauschen und so bilden Sie eine Sicht zu dem Präfix 0. Und um da weiterzugehen, muss er sich quasi mit den anderen Präfixen austauschen, die mit der 1 beginnen, und so erhält er eine globale Sicht über das Netzwerk. Das funktioniert zwar ganz gut, hat aber die Einschränkung, dass es eben ans Overlay gebunden ist, an die Routing-Tabelle des Overlays gebunden ist und nicht individuell erweitert werden kann. Und wenn es zum Beispiel dahingehend geht, dass man jetzt auch bösartige Knoten berücksichtigt, die im Monitoring erkannt werden sollen, dann kann man keine neuen Verbindungen aufbauen. Oder wenn das Overlay sich dazu entscheidet, die Routing-Tabelle umzugestalten, dann funktioniert vielleicht das Monitoring nicht mehr richtig. Also diese Verknüpfung ist eigentlich nicht vorteilhaft. Dann hatten wir Uniform Sampling kennengelernt, was die Hauptidee verfolgt, dass man so ein Random Walk über, sagen wir mal, 100 Knoten abläuft und diese 100 Knoten
Hier ist unser Startknoten, der fügt seine Informationen hinzu. Das wird aggregiert mit dem nächsten Knoten. Der aggregiert auch seine Daten hinein, der aggregiert seine Daten hinein. Also die Datenlast wächst nicht. Und der letzte Knoten schickt dann die Antwort, diese erhobene Statistik, zu dem Anfragenden zurück. Nachteil Nummer 1 ist, wir erfahren natürlich nicht von allen Knoten, das ist nur so eine Erhebung, die kann beliebig falsch sein, je nachdem wie falsch oder wie seltsame Wege dieser Random Walk nimmt. Und zweitens hatten wir das Beispiel, dass populäre Knoten häufiger als nächster Knoten ausgewählt werden. Dazu gibt es aber den Trick, also wenn jetzt hier ein Random Walk entlangläuft, dann hätte in beiden, also von hier aus, hätte in beiden Knoten möglichen Nachbarknoten haben dieselbe Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden. Hier mit 1,5 und da mit 1,5. Und im nächsten Schritt sieht man einfach, dass der größere Knoten stärker eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, ausgewählt zu werden. Wenn jetzt aber die Knoten berücksichtigen würden, wie die Kantenanzahl ist, dann hätte der Knoten hier nur eine Wahrscheinlichkeit von 2 durch 1, 2, 3, 4, 5, 2 Fünftel. Und der hier hat eine Wahrscheinlichkeit von 2 durch 3. Also irgendwie, ergibt es zwar nicht ganz 1, aber jedenfalls sind die so gewichtet, dass die Knoten im Erwartungsfall alle die gleichen Wahrscheinlichkeiten haben sollen, die Nachricht zu bekommen. Und es funktioniert auch, und wenn man das eben dann so laufen lässt, dann kann man auch beobachten, dass die Knoten unabhängig von der Kantenzahl auch wirklich gleich verteilt ausgewählt werden. Okay, aber an dem grundsätzlichen Problem, dass eben nicht alle Knoten erreicht, ändert es eigentlich nichts. Der Vorteil ist jedoch, das lässt sich überall sehr gut anwenden und hat keine Einschränkungen. Und naja, ein anderer Nachteil ist aber auch, dass das Ganze reaktiv ist. Da hatten wir unterschieden zwischen proaktiv und reaktiv. Die proaktiven, so wie das ist, oder dieses auch der zentralisierte Ansatz, die arbeiten ja so, dass immer im Hintergrund Arbeit betrieben wird, Nachrichten versendet werden, die eine Statistikerhebung vorbereiten. Also die Statistiken werden ja aufbereitet und können dann von allen Knoten abgerufen werden. Also ein neuer Abruf erfordert keinen zusätzlichen Aufwand in der Erstellung der Statistiken. Bei diesem reaktiven Ansatz ist es aber so, dass jeder Abruf natürlich eigene Kosten erzeugt und da viel Redundanz erzeugt wird. Viel Redundanz erzeugt wird. Okay, gut. Dann hatten wir angeschaut, wie Gossip-basierte Ansätze funktionieren. Die haben den Vorteil, dass sie auch auf jedem beliebigen Graphen eingesetzt werden können. Also man braucht nur Nachbarn. Und sie verfolgen die Idee, dass man mit diesen Nachbarn Nachrichten austauscht, rundenbasiert, und während dieses Austauschs diese verschiedenen Sichten abgeglichen werden. Beim Abgleichen des Minimum-Maximums ist es einfach, also das schickt man jeweils Minimum-Maximum rüber und der andere Knoten ebenfalls. Dann liegen die beiden verschiedenen Werte von uns selbst und von dem Nachbarn vor und wir können Minimum-Maximum berechnen. Bei der Durchschnittsberechnung wird es so gemacht, dass wir rundenbasiert auch unseren Durchschnitt verschicken. Dazu kommen wir noch gleich. Also genau, jetzt hatten wir hier die als Folge, als Formel. Wir verschicken immer die Hälfte von unserem Wert und erhalten auch die Hälfte vom anderen Wert zurück. Weil es gleich ist, ob wir a plus b durch 2 rechnen oder eben a halbe plus b halbe. Und dieses A-halbe, das haben wir uns selbst zugeschickt. Also wenn zwei Knoten miteinander kommunizieren, dann schicken sie sich erstmal den eigenen Wert hälftig zu. Der andere Knoten kriegt den halben Wert. Und das erlaubt es uns. Und der schickt es natürlich auch zurück. So. Und sich selbst auch. Und dieser Punkt erlaubt es uns, dass wir mehrere Nachrichten verarbeiten können. Also diesen halben Wert können wir uns schon mal hier verrechnen und wenn uns jetzt in der Zwischenzeit ein anderer Knoten was zuschickt, dann können wir seine Werte auch schon berücksichtigen. Okay, gut. Das Besondere an PushSum, so heißt die Lösung, ist, dass es immer mit zwei Werten arbeitet. Und das ist ganz wichtig, dass wir haben einmal diesen
Wert S, also weiß nicht, so State, und den Wert des Gewichts. Und je nachdem, wie wir den Wert oder das Gewicht wählen, können wir eben den Durchschnitt berechnen, die Anzahl der Knoten oder die Summe der Werte. Und hier sind die Beispiele, was sich immer merken müssen, dass das Ergebnis des Monitorings dies hier ist, also der Bruch zwischen diesen beiden Werten. Und wenn wir jetzt unser S eben auf unseren ersten, in der ersten Runde gemessenen Wert setzen und danach damit rechnen und als Wert, als Gewicht 1 wählen, dann rechnen wir einfach den Durchschnitt zu dem State, zu dem XI. Hier hatten wir ja das Beispiel gehabt, dass die Knoten eben so operieren und nach mehreren Runden haben sich ziemlich angeglichen in ihren Werten. Wenn wir jetzt den Wert aber nur bei einem einzelnen Knoten auf 1 setzen, so wie hier, und bei allen anderen auf 0, dann verteilt sich dieser eine Wert über alle Knoten mit der Zeit und jeder Knoten hat am Ende den Wert 1 durch n. Und dadurch, dass wir das als Gewicht gesetzt haben, diese 1, und bei allen anderen auf 0, ist der Gesamtwert der Berechnung eben 1 durch 1 durch n, und das ist gleich n, die Anzahl der Knoten. Das heißt, so können wir den Node Count berechnen, und der Node Count multipliziert mit dem Average ist die Summe. Also, und so können wir eben auch die Summe berechnen. Zu den Runden, das war ja die Beobachtung. Also es ist ja so, dass wir am Anfang der Epoche, die erste Runde, da führen wir die erste Messung durch. Dieses XI setzen wir dann auf das SI und danach arbeiten wir mit diesem Wert. Und die Divergenz der Werte nimmt immer mehr ab. Irgendwann haben wir eine Epsilon unterschritten, also wie weit sich das noch ändert, also wie stark die Änderung noch ist. Und dann können die Knoten entscheiden, dass sie eine neue Epoche starten wollen und beginnen dann eben in der ersten Runde wieder mit einem neuen Wert. Und so sieht es dann aus. Und das lässt sich eben noch gut nachvollziehen, also dass das immer am Anfang der Runde diese Durchschnittsberechnung bzw. die Durchschnitts- und Summenberechnung alle erstmal recht falsch sind und nur in der Endphase die Werte halbwegs vernünftig sind. Das heißt, zusammengefasst, es funktioniert gut in allen Graphen, ja, also man braucht keine besonderen Annahmen treffen über den Graphen, nur dass der zusammenhängend sein soll. Ist aber teilweise langsam, es gibt viel Redundanz, weil eben Nachrichten mit Knoten ausgetauscht werden, die schon dieselben Werte haben. Man weiß ja vorher nicht, ob dieser Austausch einem etwas bringt und hat dadurch auch viel Overhead. Und man muss wirklich gut abwägen, wie häufig verschickt man Nachrichten, wie lang wählt man die Epochen, wie klein soll der Fehler maximal sein, sodass man auf der einen Seite möchte man schon, dass alle Knoten ungefähr denselben Wert haben. Ja? Also irgendwie soll der Fehler möglichst klein sein. Auf der anderen Seite darf diese Distanz, die zeitliche Distanz zu dem initialen Messen nicht zu groß sein, weil wir berechnen ja nicht den Wert zu diesem Zeitpunkt, sondern den wir damals initial hatten. Das heißt, je länger wir die Epoche haben, desto genauer wird es bei allen Knoten, aber auch desto verzögerter wird auch das Ergebnis. Okay, schauen wir uns mal einen baumbasierten Ansatz an, wie das realisiert werden kann. Und zwar ist hier die Idee, dass man Annahmen trifft über das Overlay. Das heißt, das Overlay wird angenommen, dass es eine DHT ist und man kann da bestimmte Knoten anhand ihrer IDs adressieren. Und wenn man das machen kann, kann man ja auch clevere Topologien aufbauen, die einem beim Einsammeln der Statistiken helfen, und hier bieten sich eben Bäume an, weil sie eben keine Redundanzen aufweisen, keine Ringe, keine Kreise und die Daten alle in Richtung der Wurzel zusammengezogen werden können. Also der Grundgedanke ist, man baut so eine Art Baum auf der DHT und berechnet dann periodisch die lokale Sicht und schickt sie an seinen Vaterknoten nach oben. Ja? Und dieser Vaterknoten berechnet auch seine lokale Sicht und berechnet sie mit seinen Kindknoten und schickt dieses Ergebnis dann an den Parent-Node. Das heißt, wenn wir hier unten im Blatt sind, schicken wir die Nachricht nach oben. Dieser Knoten hat auch von anderen Knoten Nachrichten bekommen
und verrechnet die Statistik dieser drei Knoten, schickt sie dann selber weiter hoch. Und auf der anderen Seite, je nachdem wie der Baum, wie der verzweigt ist, werden die Daten immer mehr eingesammelt und kommen bei der Wurzel an. Wenn das jetzt bei der Wurzel angekommen ist, wird von dort aus diese globale Sicht immer wieder nach unten gepusht, sodass alle Knoten am Ende die Daten wieder erhalten. Schauen wir uns das mal im Detail gleich an. Was ist da die Charakteristik? Erstmal ist es eine neue Schicht, also ne, aufbauend, das ist eigentlich ein neues Overlay, aufbauend auf ein bestehendes strukturiertes Overlay. Also on top von einem Overlay, dieses Keybase Routing unterstützt, das heißt, dass man Knoten anhand ihrer ID eine Nachricht schicken kann. Das heißt, am Ende hat man dann hier irgendwie das Internet, man hat da das Overlay und man hat auf dem Overlay die Lookup-Funktionalität nutzend dann das Monitoring. Und es sind zwei verschiedene Netzwerke. Dann ist es noch proaktiv, weil immer periodisch eben Nachrichten geschickt werden und dieses Monitoring im Hintergrund immer permanent vorbehalten wird. Hier wird natürlich ein Baum verwendet. Der Vorteil von Bäumen ist auch, dass sie einen festen Knotengrad haben. Also es ist sehr berechenbar, wie viele ausgehende Kanten sie haben, und zwar nur eine zum Vaterknoten, und wie viele eingehende Kanten sie haben. Das lässt sich parametrisieren, also wie viel man da unterstützen möchte, hat verschiedene Auswirkungen, aber das ist sehr berechenbar, weil sie dann genau wissen, von hier kriege ich immer, was weiß ich, 1 Kilobyte pro Sekunde, von hier kriege ich 1 Kilobyte pro Sekunde und nach oben selbst gebe ich auch 1 Kilobyte pro Sekunde raus. Und das ist alles sehr gut berechenbar, wie viel Last da entsteht. Okay, spannend wird es, wenn wir jetzt eben so ein neues Overlay aufbauen, auf das strukturierte Overlay, dann stellt sich die Frage, wie berechnen wir denn also welche IDs bekommen denn diese Knoten in diesem neuen Overlay? Wir hatten ja diese 6 Punkte: Bestimmung des ID-Spaces, Zuordnung von Knoten und von Daten in diesen ID-Space, eine Topologie aufbauen, also Nachbarschaften klären und darin dann Routing, Tabellen und das Routing. Und das alles müssen wir hier auch machen. Das heißt, wenn wir so einen Baum haben und wir haben aber darunter liegend einen Ring und hier sollen wir einen Baum haben, wie soll die Zuordnung von Knoten vom Chordring zu dem Baum sein? Und bei Skaya ist es so, dass diese Baumtopologie, die ist statisch, was die IDs angeht. Also das heißt, dieser Knoten hier hat immer eine feste ID, aber die Zuordnung, welcher Knoten aus dem Chord Overlay diesen festen Knoten im Baum bedient oder ausfüllt, das wechselt. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Und dadurch, dass es das darunterliegende Overlay nutzt, stellt es gar nicht so viele Anforderungen. Also man muss nur eine Nachricht an eine gewisse ID schicken können und man muss nachprüfen können, ob man für einen gewissen Key zuständig ist, letztlich. Okay, schauen wir mal, wie das vorgeht. Also hier nochmal die Annahmen. Was wird angenommen von Skaya für diesen Baum? Man muss erstmal prüfen können, ist ein Schlüssel mein Schlüssel? Also man muss gar nicht eine Nachricht abschicken, sondern einfach nur prüfen, liegt der Schlüssel in meinem Bereich? Dann soll die Antwort ja sein, ansonsten nein. Und man muss in der Lage sein, eine Nachricht an einen gewissen Key zu schicken, eventuell noch mit dem Hinweis, welcher Knoten als Next Hop gewählt werden soll, damit man nicht über die Routing-Tabelle geht, sondern direkt diesen Knoten mit der Routing-Nachricht verwendet. Und das war schon mit dieser Annahmen lässt sich jetzt so eine Baumtopologie aufbauen, aber wieder, weil es ein neues Overlay ist, erstmal müssen wir besprechen, wie sieht der ID-Space aus. Das ist immer der erste Schritt und der ID-Space in diesem Baum, der geht von 0 bis 1 und ist unendlich teilbar. Also es ist ein Float oder Double-Zahl zwischen 0 und 1. Also es ist nicht auf gewisse Bits festgelegt. Das hat gewisse Vorteile, werden wir gleich sehen, warum. Okay, und das Zweite ist, jetzt haben wir diesen ID-Space, jetzt müssen wir die Knoten dazu zuordnen. Und, Moment. Na,
So, jetzt müssen wir die Knoten dazu zuordnen. Und das geht recht einfach, weil wir letztlich ja einen Zahlenstrahl von 0 bis 1 haben. Und jede Chord-ID, jede Pastry-ID lässt sich darauf abbilden, indem man einfach die ID durch die höchstmögliche ID teilt. Ja, also wenn jetzt Chord 160 Bit hat, dann ist 2 hoch 160 Bit eben eine hohe Zahl. Und wir teilen einfach, also Monitoring ID gleich Chord ID durch Max Chord ID. Und dasselbe geht auch für Pastry und für was auch immer. Und dann ist man eben unabhängig von der Anzahl der Bits des darunterliegenden Overlays, weil die Annahme ist, dass wir jede eindimensionale ID darauf abbilden können. So, und dadurch findet eben dieser blaue Punkt seine Position in dem neuen Overlay, in dem Monitoring Overlay. Eine weitere Annahme ist, dass wir auch zusammenhängende Zuständigkeitsbereiche haben. Das haben wir bei Pastry, das haben wir bei Chord, das haben wir bei fast allen Overlays. Das heißt, dieser Zuständigkeitsbereich von dem Knoten 50, der wird auch 1:1 abgebildet, weil eben die Grenzen sich auch abbilden lassen. Und das Ganze ist konvex, also jeder Punkt zwischen diesen Grenzen liegt auch im Zuständigkeitsbereich des Knoten und keine weiteren darüber hinaus. Das heißt, wir können wirklich diesen ganzen Bereich so in unseren Monitoring-Overlay-Bereich übertragen. So, und jetzt wird erstmal so eine Baumstruktur aufgebaut. Diese Erstellung der Baumstruktur ist erstmal unabhängig von den einzelnen Knoten. Das lässt sich einfach nur berechnen. Ja, das ist keine Magie. Das ist unabhängig, ne, von der Platzierung der Knoten, von den IDs. Jeder Knoten kann sich einfach berechnen, dass es verschiedene Domains gibt. Und die Domains, das sind Zuständigkeitsbereiche fürs Monitoring. Ja. Die oberste Domain beschreibt den Zuständigkeitsbereich für das gesamte Netzwerk, also von 0 bis 1. Und der Knoten, der dafür verantwortlich ist, muss diesen ganzen Bereich kennen. Dann gibt es einen Branching-Faktor Beta, der mit jedem Level verwendet wird. Das heißt, wenn unser Beta gleich 2 ist, dann wird in jedem Schritt diese Domain halbiert, also durch 2 geteilt. Und das ist einmal eine linke Domain, einmal eine rechte Domain. Das heißt, hatten wir hier vor die Zuständigkeit von 0 bis 1, ist es jetzt von 0 bis 0,5. Und es wird dann auch weiter halbiert, 0 bis 0,25. Und auch das ließe sich beliebig unendlich fortsetzen. Ja, wir haben ja keine Beschränkung der Dezimalstellen, wie viele da noch kommen. Das heißt, theoretisch könnte man es einfach bis ins Unendliche fortführen. So, machen wir aber noch nicht, sondern wir berechnen erstmal zu diesen Domains, gibt es auch Domain-IDs, also wie sind die zuständigen Knoten dafür? Und das sind immer die Knoten in der Mitte. Ja, also exakt in der Mitte, das heißt, der Knoten mit der ID 0,5 ist, Moment, ich radiere das mal wieder weg, der Knoten mit der Monitoring-ID 0,5 ist zuständig für diese Domain. Der Knoten mit der ID 0,25 ist zuständig für diese linke Domain, der Knoten mit der ID 0,375 ist zuständig für diese Domain und so lässt sich das immer weiter aufteilen. Also 0,3125 ist zuständig für die Domänen von 0,25 bis 0,375. So, und das lässt sich jetzt alles theoretisch bis ins Unendliche weiterrechnen. Muss man aber nicht, weil die Knoten nur berechnen müssen, wo sie in diesem Baum platziert sind. Und das machen sie, indem sie von oben her beginnen. Und sie schauen erstmal, bin ich denn für die 0,5 zuständig? Also wir haben hier den Zuständigkeitsbereich von der 0,31, den betrachten wir jetzt erstmal. Oder beginnen wir nochmal von vorne, also dieser Knoten 50 im Chord-Netzwerk. Der hat seine ID durch die maximale Chord-ID geteilt und festgestellt, aha, ich habe jetzt in diesem Monitoring-ID die ID 0,31. Er hat auch geprüft, wie sein Zuständigkeitsbereich ist, das ist von hier nach da, weil es eben entsprechend im Overlay auch so ist.
Er muss seinen Bereich aber auch gar nicht kennen, weil es also die Annahme war ja nur, dass man für ein ausgewähltes Key mal prüfen kann, bin ich zuständig oder nicht. Das heißt, der Knoten prüft jetzt erstmal, beginnend von dem Root-Knoten, von der 0,5, bin ich für die 0,5 zuständig, ja oder nein? Der stellt fest, nein, das fällt nicht in meinen Bereich, bin dafür nicht zuständig. Dann prüft er, in welchem Subdomain bin ich, links oder rechts, und stellt fest, okay, ich bin jetzt in diesem linken Bereich, also zwischen 0 und 0,5. Prüft, bin ich für die Domain-ID 0,25 zuständig, auch nicht. Dann prüft er wieder, in welchem Subdomain-Bereich bin ich. Er ist jetzt dann in diesem rechten Teil. Dann prüft er, bin ich für die 0,375 zuständig, ist er auch nicht. Dann geht er weiter in den linken Subbereich. Und dann prüft er, bin ich für die 0,3125 zuständig. Und ja, für die 0,3125 ist dieser Knoten zuständig. Und er hat jetzt seine Position im Baum gefunden. Das heißt, mehr muss er auch gar nicht wissen. Er muss einfach nur von oben her, von der Wurzel her, immer weiter runterrechnen, bis er eine ID findet, für die er zuständig ist. Und das kann er einfach berechnen. Also er muss gar keine Nachricht verschicken, er berechnet einfach nur durch diese einfachen Rechnungen, wo im Baum sein Platz ist. Und wenn jeder andere Knoten das auch so macht, also 0,9 hier zum Beispiel, prüft genauso, fällt die 0,5 in meinen Bereich? Nein, ich bin im Intervall rechts davon. Das heißt, ist der 0,75er für mich in meinem Bereich auch nicht? Ist die 0,875 in meinem Bereich? Ja, hat auch die 0,9 berechnet, dass das seine Position im Netz ist. So, was er damit auch noch berechnet hat, ist, wie sein Vaterknoten heißt, also lautet. Und zwar für den 0,325er ist es der Knoten, der davor war, für den er nicht zuständig war. Also der hier wird hierhin seine Nachrichten schicken müssen und die 0,9 hat auch berechnet, dass das quasi sein erster Knoten ist, für den er zuständig ist, und der vorige ist immer der Vaterknoten. So, was hat er mit diesen einfachen Rechnungen erreicht? Er weiß jetzt, wo er sein Platz im Baum ist und wie sein Vaterknoten ist, dem er seine Nachrichten schicken muss. Und somit hat er auch schon die ganze Topologie berechnet, die er benötigt, um so einen Baum aufzubauen. Was kommt hier noch rein? Genau, das Beta, also der Branching-Faktor gibt an, wie viele Kindknoten, also wie das sich aufteilt. Man könnte auch 4 oder 8 oder 16 nehmen. Hier in diesem Beispiel wurde es immer in zwei Teile geteilt. Diese ganzen Domain-IDs, die ändern sich nie über die Zeit. Also 0,25 wird immer für diese Domain zuständig sein. Was sich nur ändert, ist, welcher Knoten dafür zuständig ist. Okay, ja, also einfach nur durch Rechnungen wurde jetzt herausgefunden, wo die Position im Baum ist. Ja? Ja? Aber das funktioniert ja nur so gut, solange die in der richtigen Reihenfolge reinkommen, also in der Form, ja. Und die 0,5 als letztes reinkämen. Die, sagen wir mal, die 0,5 gibt es da gar nicht. Dann wäre vielleicht 0,6, hätte 0,6 so einen Zuständigkeitsbereich. Ja. Dann sieht man ja da, dass die 0,5 oben in der Mitte wäre. Und wenn jetzt aber die 0,75 vorher reingekommen wäre, dann wäre die zuständig erstmal. Dann wäre die zuständig, die 0,5 würde dann quasi in die Kante gesenkt worden. Nee. Spielen wir das mal durch. Also sagen wir mal, wir haben nur einen Knoten initial. Moment, mache ich es doch ein bisschen anders. So. Also hier haben wir den ID-Strahl von 0 bis 1 und Sie haben erstmal, sagen wir, die 0,5 müssen Sie zuordnen. So, und jetzt gibt es irgendwie nur die 0,6 und die 0,2 und sagen wir, es geht nur nach der numerischen Nähe. Dann wäre die 0,6 für die 0,5 zuständig und für die 0,25 wäre die 0,2 zuständig, ja? Okay, so ist die Zuständigkeit erstmal. Okay, und dann kommt, sagen wir mal, die, welche Knoten soll kommen? 0,55? Oder? Okay, kommt die 0,55. Dann berechnet er auch seine Position. Ja. Achso, die Frage, okay, dann, ja, das ist ein guter Punkt. Die Frage ist, wann berechnet man seine Position im Netzwerk? Man berechnet seine Position im Netzwerk immer, bevor man Nachrichten versendet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo 0,55 reinkommt, stellt er fest, das ist meine Position. Und das nächste Mal, wenn die 0,6
eine Nachricht verschicken will an seinen Vaterknoten, berechnet er nochmal seine Position, stellt fest, aha, ich bin gar nicht mehr 0,5, ich bin hier im rechten Bereich, bin zuständig für 0,75 und ich muss an meinen Vaterknoten 0,5 eine Nachricht senden. Genau, genau. Also hier oben, diese Zahlen, die sind immer statisch, das ist immer so. Aber wer jetzt gerade die 0,75 bedient oder wer gerade die 0,5 ist, das ist dynamisch. Das wird immer vor jedem Nachrichtenversand geprüft. Nee, also der Vaterknoten ist ja die 0,5 in Monitoring Overlay. Das ist ein guter Punkt, aber die 0,6 muss es gar nicht wissen, weil vorausgesetzt ist, dass wir eine Routing-Funktion haben, basierend auf einem Schlüssel. Also wenn jetzt der Knoten 0,6 sagt, sende die Nachricht an 0,5, dann kommt sie an, egal wer das ist. Das ist der Trick, dass die jedes Mal vor dem Senden prüfen können, wie ist meine Position, also welches ist mein Schlüssel. Das berechnen sie sich und dann schicken sie an den Vaterknoten, zu dem Sie, von dem Sie noch nie was gehört haben, die Nachricht. Sie wissen nicht, welcher Knoten hinter diesem Key K steckt, hinter der 0,5. Es hört sich ein bisschen geschummelt an, weil das ist mein Key und also das Root, okay. Ja. Naja, also bei Pastry ist ja die Annahme zum Beispiel, dass das Overlay in seinem Leaf-Set alle Knoten kennt und das aufrechterhält, für welche IDs man zuständig ist. Also, und auch bei Cord ist die Annahme, dass die Stabilisierungsmechanismen, falls Churn stattfand, erkennen, da ist jetzt neuer Knoten und die Finger auch neu ausgehandelt werden. Also was das Monitoring hier eigentlich schummelt, ist, dass es diese Auflösung des Churns dem Overlay überlässt. Also Cord soll es lösen, Pastry soll es lösen, was auch immer, dass es eben immer dieses IsMyKey richtig funktioniert und das Routing richtig funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, dann ist es eben dahingehend einfach, weil man einfach sagt, 0,75 sagt, schickt meine Nachricht immer an die 0,5, egal wer dahinter steckt. Okay, genau. Wenn Sie jetzt eine Nachricht an die 0,5 schicken wollen, jetzt fehlt hier, glaube ich, das Zeichen, erfolgt es immer mit dieser Multiplikation oder Division durch den maximalen Overlay-Key. Also Overlay-ID ist ja gleich Peer-ID durch Max-Peer-ID. Und wenn Sie eine Nachricht an Overlay-ID 0,5 senden wollen, dann müssen Sie einfach mit der Max-ID multiplizieren, also mal 2 hoch 160 und der zuständige Knoten ist im Cord dann der zuständige Knoten. Okay. Also hier ist quasi noch verklausuliert. Also hier hatten, also wenn Sie jetzt von oben her erstmal die ID, also die beginnen ja mit dem Root-Knoten und danach, wenn Sie es nicht sind, der Zuständige, dann müssen Sie nach rechts und nach links gehen. Mit dieser Formel lassen sich die ganzen Keys berechnen für die verschiedenen Level, die zu einem Peer gehören. Jeder Peer definiert, hat basierend auf seiner ID seinen eigenen Weg, den er durch den Baum gehen muss. Und ja, mit dieser Formel lässt sich das halt eben bestimmen, weil hier immer quasi bei L gleich 0 ist das hier, glaube ich, genau, 1,5 wird das sein. Genau, wenn bei L gleich 0, dann wird das hier zu 1, das hier wird zu 1. Das hier wird auch zu 1, dann ist es es wird ID mal 1,5. Also jedenfalls kommt man dann recht gut. Also jeder Knoten kann sich mit dieser Formel eben bestimmen, dass er hierfür das berechnen muss und für diesen ID und für diese ID und für diese ID. Und da geht er dann Schritt für Schritt durch und für den anderen Knoten 0,9, wenn er diese Formel anwendet, geht er eben in seinem Teilbaum immer tiefer.
Naja, und man hat dadurch eben die Möglichkeit, Schlüssel für Schlüssel durchzutesten. Das sind endlich viele, also je nachdem, wie tief man im Baum sein wird, so viele Überprüfungen muss man machen, aber es sind ja alles nur lokale Berechnungen. Hier nochmal ein anderes Beispiel, also wieder mit Node-ID bis 260-1. Die Tree-ID ergibt sich durch die Division mit der maximalen ID. Und wenn wir für diese 0,36, das ist unsere ID, unser Zuständigkeitsbereich ist auch festgelegt, ergibt uns die Formel, welche IDs wir prüfen müssen. Für Level 0 müssen wir prüfen, ich frage mich immer noch, warum das nicht, Moment, was ist denn 2 hoch 0? Das ist doch 1, oder? Ach so, ja, genau. Mhm. Ja. Naja, egal. Jedenfalls gibt es halt diese Reihenfolge vor, wie wir das prüfen müssen. Und wenn wir dann irgendwann zuständig sind, dann wissen wir, aha, das ist unsere Position und der davor, das ist unser Vaterknoten. Und alle Nachrichten, bevor wir die Nachricht verschicken, unsere Statistiken, berechnen wir nochmal unsere Position, vergewissern uns, dass das unser Parent-Node ist und alle Nachrichten werden dann eben an diesen Parent-Node geschickt, der zuständig ist für diese ID in dem Core-Overlay. Ich glaube, das hatten wir mal für eine Übung verwendet, aber das werde ich Ihnen jetzt mal nicht zumuten für die Übung. Wenn wir mal ein anderes Beispiel haben, also wenn wir unser Branching-Faktor gleich 2 haben, nochmal aus einer Simulation, wie das aussehen könnte, dann verteilen sich so die IDs. Was es auch manchmal geben kann, ist, dass so ein Bereich so groß ist, dass ein Knoten für 2 IDs zuständig ist. Also hier unten wäre er zuständig noch für einen weiteren Punkt, aber seine ursprüngliche ID, das heißt die oberste, die erste Prüfung, die stattfand und die korrekt war, ist eben hier für die 0,75. Dieser Knoten hier unten hat aber berechnet, dass sein Vaterknoten diese 0,8125 ist. Das heißt, er hat nicht mehr 2 Kinder, 1, 2, sondern 3. Das ist aber auch nicht tragisch, weil der Knoten hier unten, die 3, der schickt seine Statistiken einfach der 0,75. Also es ist so, als wäre hier einfach ein durchgehender Pfad. Und er hat halt jetzt 3 Kinder statt 2. Das macht zwar ein bisschen teurer, aber das ist alles handhabbar. Es sind jetzt keine ewig redundanten Aufwendungen. Okay, wenn man sich mal anschaut, wie sich das entwickelt, also mit 1.000, 5.000, 10.000 Knoten, die steigen hier, also 10.000 Knoten steigen hier so an. Und der dazugehörige Baum, da sieht man, dass der irgendwie logarithmisch einbiegt und genau sich so verhält, wie man es erwartet hat, dass der Baum daneben logarithmisch ist. Okay, wenn wir jetzt diese Topologie also haben, wir haben diese Baumstruktur, die Knoten haben das berechnet und die haben noch gar keine Nachricht verschickt. Die haben berechnet, wo sie positioniert sind, sie haben berechnet, wie ihr Vaterknoten ist und wem sie die Nachrichten schicken müssen. Jetzt werden Nachrichten geschickt. Der Grundgedanke ist, dass die Knoten erstmal lokal messen und diese Informationen ihrem Vaterknoten schicken. Ja, also maximal kriegt der Beta viele Kindknoten, vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir solche Ausnahmen haben. Und jeder Zwischenknoten, ja, der bekommt von sich selbst seine Statistik, von seinen Kindknoten die Statistiken und diese kann er verrechnen, da berechnet er Count, Sum, Min, Max, Sum of Square und das eben. Das geht ja ganz einfach, weil man bekommt einfach diese Daten zugesendet, man hat die 3 Daten neben sich vorliegen, man kann sie verrechnen und hat dann quasi für diesen Teilbaum eine globale Sicht gebildet, die man dem Vaterknoten schicken kann. Der Vaterknoten bekommt dann von seinem anderen Kindknoten auch die Statistiken, kann das verrechnen und hat dann für diesen Teilbaum die Statistiken berechnet. Und dasselbe auch hier für diesen, bis eben der Wurzelknoten alle Informationen hat. Das Besondere ist, dass das periodisch eben geschieht. Das heißt, der hier schickt vielleicht alle 30 Sekunden, der hier alle 30 Sekunden, der hier alle 30 Sekunden Nachrichten hoch. Das muss nicht synchronisiert sein, das geschieht einfach unabhängig voneinander. So, und jetzt haben wir alle Statistiken hier bei der Wurzel vorliegen. Und jetzt müssen sie wieder an alle Knoten verteilt werden. Das geschieht, indem jedes dieser Nachrichten, die nach oben geschickt werden, geacknowledged werden.
Ja, also jedes Mal, wenn der dieser Knoten hier eine Nachricht nach seinem Vaterknoten schickt, schickt der gleichzeitig ein Acknowledgement drunter, ja, ich habe die Nachricht bekommen, plus seiner Sicht, die er von oben bekommen hat. Das heißt, ausgehend von der Wurzel, also die Wurzel bekommt jetzt eine Nachricht, das ist die aktuelle Statistik, sendet die Wurzel seine aktuelle globale Sicht auf das Netzwerk an diesen Knoten zurück. Oder machen wir es mal in diese Richtung. Also der bekommt eine Nachricht, schickt ein Acknowledgement mit der globalen Sicht. Das nächste Mal, wenn dieser Knoten eine Nachricht bekommt von diesem Kindknoten, schickt er dieselbe Acknowledgement, die er vom Vaterknoten bekommen hat, eine Ebene tiefer. Und wenn dieser Blattknoten irgendwann mal seine Nachricht schickt, kriegt er die initial vom Root ausgehende Acknowledgement dann auch zugestellt. Also die Acknowledgements werden nicht neu berechnet, die werden nur von dem Root erzeugt und danach nach unten gepusht. Und während dieses Pushens nach unten werden sie eben nicht verändert. Und so dauert es eben einmal den Baum hoch, müssen die Nachrichten eingesammelt werden und dann mit jedem Acknowledgement kommen sie den Baum runter. Das kann man mal so visualisieren, also wenn das hier die unterste Ebene ist und hier haben sie ein Update nach oben geschickt, das ist ihr Update-Intervall, dann warten sie eine Weile, dann gehen die Daten eben so langsam hoch. Das heißt, der nächsthöhere Knoten, der hat hier vielleicht sein Update-Intervall, das wird eingespeist, dann kommt es hier rein, also hier wird es nochmal hochgeschickt, da nochmal hochgeschickt, bis es beim Root ankommt, der Root acknowledged es und schickt es nach unten. Das nächste Mal, wenn hier so eine Übertragung nach oben stattfindet, wird es acknowledged und die globale Sicht wird nach unten übertragen. Und das nächste Mal, wenn der hier nach oben schickt, kriegt der von oben das Acknowledgement und hier geht es dann eben immer so weiter, bis, wie man sieht, einmal die ganze Information hoch im Baum klettert und dann wieder runter. Diese ganzen Updates, die ändern sich ja natürlich von Knoten zu Knoten, das heißt, die sind immer unterschiedlich, weil eben mehr Daten zusammengefasst werden, aber diese Acknowledgements sind immer dieselben, die sind unverändert, die vom Root kommen, also bis der Root eben ein neues Acknowledgement erzeugt und das erzeugt er hier. Hier schickt er eins Neues nach unten, hier noch eins Neues und das ist dann eine andere Version. Aber das, was einmal hier nach unten durchgeht, das wird von den Knoten nicht verändert. Ja? Mhm. Immer genau. Naja, die Statistik hier ist total verschmiert, das stimmt. Also dieser Knoten hat jetzt Statistiken einfließen lassen zu diesem Zeitpunkt und der Root-Knoten hat seine Statistiken einfließen lassen zu diesem Zeitpunkt. Also die Statistiken sind aus dem ganzen Zeitraum von der Einspeisung in dem Blatt bis zu der Wurzel in diesem Zeitraum zu unterschiedlichen Zeiten erfolgt. Was heißt, wenn wir 10 Ebenen haben, die alle 30 Sekunden im Push, dann ja. Können wir das über 5 Minuten. Genau. Und nach 10 Minuten kriege ich dann vielleicht auch meine Antwort. Genau. Also man kriegt die Statistik über eine verschmierte Zeit von 5 Minuten. Genau. Wir werden jetzt gleich sehen, wie die Qualität davon ist. Also das Besondere ist, also oder was offensichtlich ist, ist, dass die Baumhöhe vom Wetter abhängt. Also wenn wir den Baum immer nur in zwei Teile teilen, dann ist er halt besonders tief. Wenn wir jetzt 4, 8 oder 16 verwenden, dann ist der Baum umso flacher. Man hat aber etwas mehr Kosten. Die Kosten pro Knoten sind 1 für den Vaterknoten plus seine beta-vielen Kinder, die er bekommt. Aber das ist... Achso, und plus zusätzlich, wenn Sie so einen Baum haben, haben Sie auch die Charakteristik, dass Beta minus 1 durch Beta viele Knoten Blätter sind und 1 durch Beta viele Kindknoten haben. Ja? Also das ist einfach so eine Baumeigenschaft, dass die eigentlich... wenn sie in dieser Ebene sind und jeder teilt sich nochmal in Beta-File auf, dann sind sie im Worst Case. Ja, stimmt das? Ja, das stimmt, genau. Also sie haben immer den Großteil als Blätter. Das ist so eine Abwägung. Also wollen sie mehr die Knoten, den Baum tief, also flach halten und möglichst viel Last, also möglichst schnell die Daten einsammeln, dann haben sie aber mehr Last auf den einzelnen Knoten. Oder wollen Sie, dass möglichst wenig belastet wird, dann ist der Baum aber tiefer. Aber das sind alles Werte, die sehr klein sind, weil
Im Vergleich zu dem Push-Sum zum Beispiel hat in diesem Bereich jeder Knoten zwar so einen Aufwand, vielleicht achtmal muss er was austauschen, oder er empfängt achtmal eine Nachricht und muss nur eins weiterleiten, aber das ist dennoch im Vergleich zu den ganzen Runden, die man sonst hatte, geringer. Genau, und die Einsammelzeit ist log n zur Basis Beta mal UI, also Raumtiefe von 10 mal 30 Sekunden, dann haben Sie eben 300 Sekunden zum Einsammeln der Daten, also UFON. Okay, man kann das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, indem man versucht, das zu synchronisieren, weil hier sehen Sie, dass eben Zeit verloren geht, weil die Knoten warten und hier tut sich gar nichts in dieser Zeitperiode. Das ist ein bisschen verschwendet, man könnte das auch enger zusammenschalten. Der Grundgedanke ist, dass man die Knoten halbwegs synchronisiert, dass quasi wenn einer seinen Update hochschickt, das danach direkt weiter hochgeht und die alle zeitlich hintereinander versetzt sind, sodass die Wartezeit zum Versenden möglichst gering ist. Das Acknowledgement erfolgt dann aber, wird anders gelöst, also das Übertragen der Statistik an alle Knoten, das wird dann durchgepusht, einfach mit so einem Auftrag, bitte weiterleiten nach unten. So, wie kann man das realisieren? Also das ist die Vision, die man erreichen möchte, dass quasi die ganzen Knoten hintereinander zeitlich so koordiniert werden, dass sie ihre Updates direkt hintereinander starten. Da muss aber diese Nachricht am Ende dann nach unten gepusht werden. Okay, wie kann man das dann machen? Weil der Trick ist, dass der Root kann ja alle Knoten erreichen mit einer Nachricht. Und da muss die Synchronisierungsnachricht enthalten sein, sodass jeder Knoten von da ausgehend weiß, wann er das nächste Mal senden soll. Und die Idee ist, so eine Art Update-Offset einzuführen. Und der Root gibt jeder Ebene vor, wie deren Offset sein soll. Hier sehen wir gleich mal ein Beispiel. Und dann, oder jetzt müsste das Beispiel kommen, genau. Und dann erreichen wir, vorher hatten wir eine Multiplikation und jetzt erreichen wir ein Plus. Das heißt einmal den Baum hoch und runter plus das, was es eben an Update-Intervall kostet, weil jedes Mal haben wir diese Kosten. Also die neuen Kosten sind halt einfach nur einmal den Baum hoch, unabhängig von dem Update-Intervall, weil durch die Synchronisierung entfällt die Wartezeit, die abhängig ist von dem Update-Intervall. Schauen wir mal, wie man es machen kann. Also wenn die Knoten wissen, dass jede Übertragung zu ihrem Vaterknoten maximal 2 Sekunden dauert, ja, dann kann der Wurzelknoten für jede Level ein Offset berechnen. Nehmen wir mal an, ursprünglich ist unser Update-Intervall 60 Sekunden. Und wir wollen quasi jedem Level sagen, dass sie innerhalb von, also wenn es nach unten geht, Moment, hier haben wir ein Beispiel, so sollte es sein, unser Root wird in 60 Sekunden eine Nachricht verschicken, Level 1 soll in 57 Sekunden eine Nachricht verschicken, in der Annahme, dass er eben eine Sekunde auf die Nachricht wartet, plus die Nachricht maximal 2 Sekunden noch zur Übertragung braucht. Also wenn wir das mal auf den Zeitstrahl aufmalen, also in 60 Sekunden wird unser Root eine Nachricht schicken. Ja? Und damit Level 1 diese Information bekommt, braucht es eine Sekunde und also eine Sekunde für die Übertragung an Level 1 und da steht drin, in 57 Sekunden sollst du übertragen, das ist dann ungefähr hier, das ist Level 1. Level 1 schickt es auch weiter, diese Übertragung geht dann Level 2, dauert auch eine Sekunde und da steht drin, in 54 Sekunden sollst du übertragen. Das heißt, es ist ungefähr hier. Und obwohl jetzt quasi die Nachrichten nach unten weitergereicht werden, also sekündlich, das ist immer eine Sekunde, steht da drin, dass bis zu dem nächsten Update, hier in diesem Fall 57 Sekunden vergehen sollen, hier sollen 45 Sekunden vergehen, hier sollen 51 Sekunden vergehen und so weiter, sodass am Ende die ganzen Level so ausgerichtet sind, dass sie hintereinander die Nachricht versenden.
Die Berechnung dazu ist ganz einfach. Jeder Level kann seine Versendezeit, also sein Offset berechnen, indem er betrachtet, was ist die ursprüngliche Zeit vom Root. Und dazu muss er noch addieren das Update-Intervall, also 60 Sekunden, und für sein Level i mal eine Übermittlungszeit von vielleicht 30 Sekunden abziehen. Verstehen Sie, was ich meine? Okay, gut. So, und so ergibt sich dann eben so eine Kaskade. Also dieses i mal a gibt an, in Level i kommt die Nachricht nach i vielen Sekunden an, also i mal a vielen Sekunden an. Also in unserem Fall ist a gleich 1 Sekunde gewesen. Also nach 5 Sekunden kommen wir in Level 5 an. Und dort steht drin, dass er in 45 Sekunden seine Nachricht verschicken soll. Also das geht dann hier immer enger zusammen mit den Versendezeiten. Aber das Wichtige ist, dass die tiefsten Level zuerst schicken, danach die nächsthöheren Level, danach die nächsthöheren Level und ganz am Ende kommt es bei dem Root an. Und so lassen sie sich synchronisieren, indem eben diese Nachricht von dem Root aus ausgebreitet wird mit dem Aufforderung zur Synchronisierung. Und dann haben wir eben so eine schöne Treppenfunktion, das Ganze lässt sich zusammenkomprimieren. Okay. Ja. Okay, das ist das Ergebnis. Und genau das wollten wir ja, dass eben die nächst tieferen Knoten zuerst schicken und dann geht es dann nach und nach hoch. Okay, schauen wir uns mal an, wie sich das auswirkt. Also wie ist dieses Monitoring im Verhältnis zu PushSum? Was hat es für Eigenschaften? Was erwarten Sie denn von so einem Monitoring? Was könnte man beobachten? Welche Effekte könnten wir haben? Ja, was ist denn eine Epoche? Okay, keine Epoche, also quasi ein verspätetes Segment aus dem Treiberprogramm. Es könnte also Effekte geben, dass ein Update-Intervall lang oder zwei die Daten nicht vorhanden sind. Genau, also wenn, sagen wir mal, der Wurzelknoten würde ausgetauscht werden, gerade zu dem Zeitpunkt, wo diese Monitoring-Information oder relevant wird oder das Acknowledgement ausgeteilt werden soll. Und er hat noch gar keine Nachrichten erhalten oder nur die halben Nachrichten, dann gibt er eben falsche Nachrichten wieder. Aber in der nächsten Runde, in dem nächsten Update-Intervall, hat er wieder von unten Nachrichten bekommen und hat sich wieder gefangen. Also schauen wir mal. 4.000, 5.000 Knoten, man hat so ein Kademlia-Churn betrachtet, Knotengrad von 4, also von Branching-Faktor von 4, Update-Intervall 60 Sekunden. Moment, wir haben da, genau, komisches auf, genau. Also man sieht, dass das, also hier mit 2500 und mit 5000 Knoten, wir haben noch andere, also hierzu haben wir eigentlich sehr viele Grafiken, man sieht, das ist eigentlich sehr nah dran, ja, also man hat hier so eine zeitliche Verzögerung, aber keine großen Schwankungen, also es bleibt doch recht nah dran, man hat keine, das ist für die Summe, also für die Count-Berechnung, die war ja bei dem PushSum so problematisch, aber wenn Churn einsetzt, dann haben wir auch manchmal Fälle, wo eben der Wert ganz nach unten ausfällt, aber es ist halbwegs in diesem Szenario ganz, ganz gut abgefangen. Also es gibt immer die zeitliche Verzögerung durch die Baumhöhe, das Monitoring ist aber sehr verlässlich, also ist sehr nah an dem damaligen Wert dran und funktioniert eigentlich so ganz gut. Wenn wir uns die Durchschnittsberechnung ansehen, also hier Durchschnitt für den Traffic-Verbrauch, dieses durchgezogene, das ist der eigentliche Wert und das gestrichelte, das ist der gemessene Wert. Man erreicht zwar nicht diese Spitzen, also man bleibt so mit dem Monitoring ungefähr in diesem Bereich, ja, aber dennoch ist es auch hier ganz, ganz plausibel. Also es sind keine großen Ausfälle da zu beobachten. Wenn man sich noch ansieht,
Das lässt sich ja noch weiter optimieren. Also alle 60 Sekunden eine Nachricht zu übertragen ist schon sehr gering, also schon sehr selten. Vom Overhead her ist es auch sehr klein, also im Durchschnitt für alle Knoten 100 Byte pro Sekunde. Also es ist sehr gering. Also eigentlich funktioniert es sehr gut. Genau, bis auf je stärker Churn wird, desto mehr dieser Ausfälle sieht man eigentlich. Also dann gibt es öfter mal so Einbrüche nach unten oder nach oben. Und genau, die gibt es einfach. Also das sind die Charakteristiken von diesem baumbasierten Ansatz. Dazu kann ich Ihnen auch noch gleich was erzählen, was man da alles machen kann, aber das ist so die Grundidee. Okay, also zusammenfassend. Das Schöne ist, es baut halt auf die bestehenden Overlays auf. Und wenn das Overlay gut mit Churn umgehen kann, also diese Positionierung der Knoten aktuell hält, dann funktioniert es gut. Das muss also die DHT machen. Das Monitoring bedient sich nur dieser Information und setzt ja drauf auf. Also es berechnet nur, an wen muss ich jetzt schicken und schickt es dorthin. Also immer passt sich immer gründlich an und hat keinen eigenen Aufwand, keine eigene Stabilisierung dafür. Der Aufwand ist sehr gering, also eine Nachricht kostet vielleicht 1 Kilobyte und das lässt sich sehr gut modellieren, wie viel Traffic jeder Knoten hat. Das Alter der Information lässt sich auch sehr gut modellieren, also man kann ganz genau bestimmen, wie alt die Informationen sind, eben abhängig von der Baumtiefe und dem Update-Intervall. Das funktioniert gut, ist aber nur beschränkt auf DHTs, auf strukturierte Overlays und Churn kann das Ganze schon etwas problematischer gestalten und dann ist es ja etwas schwieriger eben damit. Es gibt dann mehr Ausfälle. Okay, hier nochmal, also was man damit machen kann in der Realität, weil wir hatten es auch für verschiedene andere Sachen in echt implementiert und für verschiedene P2P-Anwendungen. Und was man da macht, ist, dass man so eine Art Median einführt. Also man beobachtet die letzten drei Werte und und man nimmt davon den Median. Und wenn ein so ein Ausfall kommt, dann wird es vom Median glatt gebürstet, führt aber dazu, dass man diese zeitliche Distanz zum ursprünglichen Werten etwas erhöht. Was der Andreas Distelhoff auch noch gemacht hat, das ist auch ganz interessant, wie man damit umgehen kann, ist, wenn Sie so einen Baum haben, also Sie haben eine Zuordnung, Sie haben einen Chordring, und Sie bauen einen Baum auf, ja? Sorry, also das gehört nicht dazu. Es gibt irgendeine Zuordnung. Dann fällt ja der wichtigste Knoten dann aus, wenn eben der zugehörige Knoten in dem Ring ausfällt. Und eine Idee ist es, dass man nicht nur einen Baum aufbaut, sondern mehrere parallel. Ja, also wenn wir jetzt noch so einen grünen Baum hätten, der einfach genau dasselbe macht, nur eine andere Zuordnung hat. Ja, dann ist der wichtige Knoten vielleicht hier ein Blattknoten. Und wenn sich diese Bäume, diese parallelen Realitäten letztlich untereinander austauschen, also das heißt, die Root-Knoten miteinander austauschen, dieser hier mit dem, und so eine Art Plausibilitätsprüfung vorgenommen wird, also sie brauchen mindestens drei Bäume, damit auch hier ein Median bestimmt werden kann. Ja, und dann können Sie einzelne Bäume, die hier und da teilweise ausgefallen sind, auch wieder kompensieren mit der Mehrheitsentscheidung der anderen Bäume. Und das lässt sich schon ganz gut stabilisieren mit diesen oder jenen Erweiterungen. Und hier kommen dann wieder diese Konzepte ins Spiel, also multiple Realitäten, man hat einfach Kopien derselben Struktur mehrfach, nur dass sie sich austauschen. Und das funktioniert ganz gut. Okay, nochmal etwas zum Vergleich, also oder beziehungsweise wie nochmal Push-Sum und der baumbasierte Ansatz nochmal verglichen. Genau, Vor- und Nachteile, also wir haben ja schon besprochen, dass die Qualität von dem baumbasierten Ansatz besser ist, aber wie viel besser ist es und kann man nicht einfach das Gossip-basierte immer nehmen, weil wenn man da das Update-Intervall aufdreht und besser macht und häufiger die austauschen lässt, dann wird es vielleicht genauso gut. Das haben wir also mal getestet mit 1000 Knoten, Update-Intervall von 15 Sekunden, Branching-Faktor von 8, synchronisiert. Alle 20 Minuten wird mal diese Vorgabe neu berechnet, dass die Knoten synchronisiert werden. Und Push-Sum verwendet 30 Nachrichten pro Epoche mit einem zentralisierten System noch, Update-Intervall von 60 Sekunden. Und mal gucken,
wie das performt. Achso, was wichtig war, dass alle Knoten denselben Aufwand hatten. Je nach, also egal welche Lösung, die wurden so eingestellt, die Lösungen, dass die alle denselben Aufwand haben. Ja, also wenn man möchte nicht in die Falle laufen, dass man einem mehr Nachrichten zugesteht und der dadurch natürlich besser wird. Also wenn sie alle dieselben Kosten haben, die sie verwenden können, dieselben Nachrichtenanzahl, dann gibt es ja verschiedene Effekte unter Churn. Also wenn die Knotenanzahl zunimmt, dann der zentralisierte Blauansatz, der zieht ja immer nach, der ist immer gut, ist aber eben teuer. Aber das Gossip-basierte, das kommt hier mit seinen Epochen immer nicht so gut nach. Also wenn neue Knoten in die bestehende Epoche reinkommen, ist es problematisch. Wenn jetzt irgendwie 50% der Knoten ausfallen, dann gibt es Probleme eher beim Baum. Also hier geht es ganz stark nach unten, bis das Overlay sich stabilisiert und die Baumstruktur wiederhergestellt werden kann und dann pendelt es sich wieder ein. Das Gossip-basierte kann damit leichter umgehen. Also zunehmende Knoten, das ist besser für den Baum, abnehmende Knoten vielleicht schlechter für den Baum. Naja. Wenn man sich anschaut, wie alt sind denn die Informationen, die da eingesammelt werden, dann ist es beim zentralisierten natürlich am niedrigsten, diesen Update-Intervallen, aber auch beim Baum ist es sehr ähnlich nah dran. Also die Informationen sind sehr frisch, vor allem bei diesem Branching-Faktor von 8 ist der Baum nicht so tief und dadurch, dass er synchronisiert ist, wird die Nachricht fast durchgereicht und man ist sehr nah am Baum dran im stabilen Fall. Bei dem Gossip-basierten sieht man immer das Sägezahnverhalten, also je länger man in der Epoche ist, desto älter ist die Relevanz der Daten und das ist eigentlich öfter veraltet. Genau, und wenn man verschiedene Metriken, also verschiedene Arbeit, also so Beispieldaten monitoren lässt, also so ein Sägezahnverhalten oder so eine Treppenfunktion oder so eine Sinusfunktion, dann sieht man eigentlich, dass der Baum und das Zentralisierte eigentlich noch ganz gut funktionieren. Hier unter Churn gibt es etwas Probleme, aber nur mit dem Gossip-basierten gibt es immer diese Verzögerung, dass man sehr hinten dran ist mit dem Monitoring. Also ist der baumbasierte Einsatz eigentlich doch besser. Okay. Achso, ja, na gut, noch einige Informationen, falls es noch relevant ist. Verschiedene Branching-Faktoren wurden getestet. Was man dadurch erreicht, ist, dass der Baum flacher ist. Und je flacher der Baum ist, desto geringer diese zeitliche Differenz, als wenn der Baum tiefer ist, dann wäre die zeitliche Differenz höher. Also ein höherer Branching-Faktor ist besser. Und auch diese Rounds per Epoche, wenn man die erhöht, dann wächst es hier quasi zur Seite. Dann ist es auch immer, da ist die Treppe viel deutlicher sichtbarer. Also dann kriegen zwar alle Knoten denselben Wert, aber zum eigentlichen Wert hat es dann immer weniger zu tun. Okay, abschließend zu dem Monitoring. Wir hatten diese verschiedenen Verfahren kennengelernt, zentralisiert, baumbasiert, gossip-basiert. Diese hier sind die unabhängig sind von dem eigentlichen Overlay, daher eigentlich gut verwendbar. Vorteile jeweils, der gossip-basierte Ansatz funktioniert ja gut in jedem Art von Graphen. Also Sie können das auf Knotella einsetzen, aber ist nicht ganz präzise. Und eigentlich recht teuer. Der baumbasierte Ansatz ist präzise und günstig, aber nur für DHTs. Und die zentralisierte Lösung, naja, funktioniert sehr gut, aber widerspricht öfter dem Anwendungsanforderungen. Okay, so, jetzt hatten wir, ich gucke gerade, weil hier müsste es eigentlich kurz weitergehen, nur als Ausblick, als nicht prüfungsrelevanter Teil. Moment. So, mal gucken, ob das die Aufzeichnung mitmacht. Okay, also ich wollte Ihnen nur kurz einen Ausblick geben, wozu das genutzt wird. Also wenn Sie jetzt so ein Monitoring haben und Sie haben jetzt Statistiken über das Netzwerk gesammelt, Sie wissen, wie der Hopcount ist, Sie wissen, wie viele Kosten erzeugt werden, Sie haben einfach Durchschnitte und Sie wissen, wie viele Knoten da sind, dann kann es dazu genutzt werden, um das Netzwerk in so eine Art Regelkreis zu führen und durch Regelungstechnik zu steuern.
Ja, also das heißt, was heißt Regelung, was heißt Steuerung? Das heißt, sie geben eine Art Qualität vor. Also sie stellen fest, das Netzwerk ist zu langsam, die Lookups sind zu langsam, wie können wir darauf Einfluss nehmen? Und sie können darauf Einfluss nehmen, indem sie eben die Knotenkonfiguration ändern. Das heißt, wenn sie die Routing-Tabelle erhöhen oder Stabilisierungsintervalle erhöhen oder dergleichen, dann können sie Einfluss auf die Qualität des Overlays nehmen. Und die Idee ist, dass man quasi beobachtet, das auswertet und dann automatisiert alle Knoten rekonfiguriert, um dann wieder zu beobachten, hat es was gebracht oder nicht. Und wenn es nichts gebracht hat, macht man was anderes. Und das ist so eine Art kaputte Folie. Das ist so eine Art Regelkreis, weil das beschreibt eben diesen Kreis des Monitorings. Also man beobachtet, man analysiert das, liegen wir in einem falschen Zustand vor. Falls ja, geht man zum Plan über, wie soll die neue Konfiguration aussehen, damit man dem entgegensteuert, und letztlich soll es auf allen Knoten diese neue Konfiguration ausgeteilt werden und alle Knoten sollen das umsetzen, damit sich das Netzwerk wieder ändert. Und warum passiert das, warum verändert sich das Netzwerk? Weil eben Knoten neu hinzukommen, die Knotenqualitäten ändern sich, die Workload ändert sich. Also das findet einfach immer wieder statt. Und das Monitoring, genau, das liefert Informationen an die User, an den Systemprovider vielleicht auch, aber auch an diesen Regler, der das beobachtet. Die Konfiguration sollte auch beobachtet werden. Also der Grundidee ist, dass dieser Regler die ganze Information bekommt, wie ist der Zustand des Netzwerks, also zum Beispiel Hop Count ist zu hoch. Zusätzlich soll er nicht nur das Netzwerk beobachten, sondern auch, wie ist denn die eigentliche Einstellung aktuell, um daraus lernen zu können, was verändert werden sollte. Und daraus soll eben eine neue Konfiguration abgeleitet werden, wieder ins Netzwerk gespeist werden, wieder beobachtet werden, und man kann wirklich so einen schönen Regelkreis daraus damit realisieren. Wie ist der Anwendungsfall? Der Anwendungsfall ist, wenn Sie so ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufsetzen, sind Sie vielleicht der Systemoperator, also der das Ganze initiiert, und Sie würden dann eine Grenze für Qualitätsanforderungen definieren. Also zum Beispiel der Hop-Count muss immer unter 7 bleiben oder die Antwortzeit soll maximal 100 Millisekunden betragen oder 200 Millisekunden. Diese Vorgaben werden jedenfalls gesetzt. Und das Zweite ist, wenn das Netzwerk parametrisierbar ist, also das heißt Stabilisierungsintervalle, die Strategie, nach der Nachbarn ausgewählt werden sollen. Also wenn ich jetzt in Kademlia zum Beispiel immer in meine Bucketlist die Knoten eintrage, dann geht es ja danach nach der Lebenszeit der Knoten. Also je länger sie drin sind, desto stabiler sind sie. Aber man könnte sie auch danach auswählen, wenn Nachricht vorbeikommt und der lokal näher an mir dran ist, dass ich den bevorzuge. Auch Routing-Tabellengrößen, Replikationsraten, Baumgrade, Monitoring-Update-Intervalle, all das sind ja Parameter, die man auch zur Laufzeit ändern können sollte. Naja, also da steht, wenn wir das alles monitoren können, Moment, ich weiß jetzt nicht, warum die Folien, also naja, weil das nicht gedruckt wird. Also wenn wir das jetzt alles monitoren, dann haben wir eigentlich die Basis dafür. So, wie ist jetzt die Grundgedanke? Wir wollen die Qualität festlegen, wie sie sein soll. Das Overlay soll parametrisierbar sein und wir haben die Monitoring-Information. Dann kann man es eben verwenden, um eine neue Parameterkonfiguration abzuleiten. Zum Beispiel, wir sehen, unser Hauptcount ist zu hoch, wir wollen das senken, und das machen wir über den Weg der Routing-Tabelle. Also wenn wir mehr Routing-Tabelleneinträge haben, dann senken wir damit unseren Hop-Count. Das ist so der Grundgedanke. Und irgendwo muss das hier erstellt werden, die neue Konfiguration, und irgendwie muss es dann alle Knoten wieder verteilt werden. Und das Hauptziel ist eben, dass das Netzwerk Ziele vorgegeben bekommt, diese beobachtet, falls sie nicht erreicht sind, sie versucht zu erreichen, also Reach und Hold Predefined Metric Intervals, dass das Netzwerk immer in einem gewissen Zustand ist. Okay, das geht in Richtung Autonomic Computing, also dass das Netzwerk irgendwann gar keinen Einfluss mehr vom Menschen braucht, sondern sich selbst beobachtet, erkennt, wo eben Schwachstellen sind und Gegenmaßnahmen startet. Erinnert sich das an irgendeinen Film? So, weil die Lösung nach SkyEye wurde auch dementsprechend auch diese Erweiterung so benannt. Kennen Sie irgendein Netzwerk in einem Film, das die Situation beobachtet,
erkennt, irgendetwas läuft schief und startet Gegenmaßnahmen? Nein, das ist, also Terminator 3 ist so, so eine gute Motivation für diese Arbeit, weil da geht es ja auch um ein verteiltes Netzwerk, das dann irgendwie Gegenreaktionen startet gegen die Menschheit. Naja, hier ist es alles etwas beschränkter. Hier rekonfiguriert man sich nur. Und das, was man letztlich, habe ich hier eine nette Grafik, genau. Also das, was man macht in dieser Planungsphase, also man hat das Monitoring genutzt, man hat alle Daten vorliegen und nun möchte man eben planen. Ja, also man hat so eine Metric-Violation festgestellt. Jetzt wollen wir es Stück für Stück anpassen, unsere Qualität. Und das geht wie folgt. Also wir haben das Configuration gemonitort. Also alles liegt hier lokal vor. Die Ziele, der aktuelle Zustand, die aktuelle Konfiguration und herauskommen soll eine neue Konfiguration. Und der Grundgedanke ist, dass man hier irgendwie eine Entscheidung trifft, dann verteilt man es im Netzwerk, dann wartet man, wartet, bis sich das auswirkt. Hier wirkt sich das aus. Und wenn diese Auswirkung sich nicht mehr verändert, dann kann man erneut planen. Also das heißt, immer stufenweise, schrittweise anpassen, gucken, wie ist die Auswirkung, wieder anpassen und bis eben es passt. Ich überspringe das hier mal. Und bei der Erweiterung von SkyEye, die heißt dann SkyNet, ist der Grundgedanke, dass bisher hatten wir die Monitoring-Sicht über SkyEye aggregiert. Hinzu kommt noch, dass man auch noch die Konfiguration monitort. Das ist nicht besonders spannend, weil erwartungsgemäß alle dieselben Werte haben, also Routing-Tabellengröße zum Beispiel, geben alle denselben Wert vielleicht rein. Min-Max-Durchschnitt darüber bilden ist etwas langweilig, aber egal, wir sammeln diese Statistiken einfach mit. Und in diesem Fall hat der Root bei sich lokal dann sowohl die Statistiken als auch den gesamten Netzwerkzustand vorliegen. Und was er jetzt damit macht, er bewertet diese, er analysiert sie, also er erkennt, dass etwas falsch läuft, er plant eine neue Konfiguration und er verteilt diese neue Konfiguration mit den globalen Metriken. Das heißt, die Acknowledgements enthalten jetzt nicht nur die globalen Statistiken, sondern auch die neuen Vorgaben für die Konfiguration. Und alle Knoten bekommen jetzt diese Informationen, setzen sie um und schauen dann mal, was passiert. Hier mal ein Beispiel, wie das angewendet wurde, das hatten wir dann auch mal simuliert. Also wir haben hier CORD gegeben, was man da anpassen kann, ist die Fingertable Size, also Routing-Tabellengröße. Und wir beobachten mal den Hop-Count und dafür geben wir eine Zielgröße vor, zwischen 7 und 10 soll das sein. Der Grundgedanke ist, also ein Maximum von 10, das ist verständlich, dass wir nicht zu viel wollen, weil sonst ist die Routing-Zeit zu langsam. Aber man kann auch ein Minimum vorgeben, hier nur beispielshaft, damit man auch die andere Richtung mal darstellt. So, und das Ziel soll sein, dass der Hop-Count immer in diesem Bereich liegt. Hier auch mal simuliert 10.000 Knoten, Update-Intervall 30 Sekunden, Branching-Faktor von 4. Und was es an Beobachtungen gibt, also hier wurde es erstmal simuliert. Also in Rot ist dargestellt unsere Routing-Tabellengröße, startend mit 20. Und dazu, nicht jeder Eintrag in der Routing-Tabellengröße ist unique. Ja, also gerade die ersten ID plus 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, die zeigen immer auf denselben Knoten. Das heißt, selbst mit einer Routing-Tabellengröße von 20 haben sie zwei unique Einträge. Und bei einer Routing-Tabellengröße von knapp über 80 haben sie nur im Schnitt 6 Einträge. Also sehr viel Redundanz. Das heißt, so der eine Zusammenhang ist, die Anzahl der echten Kontakte ist ungefähr logarithmisch zur Fingertabellengröße. Die zweite Beobachtung, die wir hatten, ist, dass der Hop-Count ungefähr antiproportional ist zum Logarithmus der Kontakte. Also dass hier beim ersten Mal, also mit einer Routing-Tabellengröße von 20, hatten wir ja nur zwei Kontakte und einen Hop-Count von ungefähr 100. Dann hat das der Root erkannt und wir hatten diese Regel angewendet. Falls unser Hop-Count zu groß ist, dann werden nochmal 100% Einträge draufgepackt. Falls der zu klein ist, können wir 10% von dem wegschmeißen. So, also wir gingen mit 100 los, also mit
20 Routing-Tabellen-Einträgen. Der Hopcount war bei 100. Und das heißt, wir sind zu weit weg. Dann wurde es erhöht auf, warum nicht 40, also weiß nicht. Also jedenfalls haben wir hier die Anzahl der Routing-Tabellen-Einträge erhöht, sind damit im nächsten Schritt und damit auch die der Kontakte, sind dadurch ungefähr hier auf 10, 13 gekommen. Ist immer noch zu schlecht gewesen, das heißt, es wurde nochmal erhöht, sodass wir noch mehr Kontakte hatten und dann waren wir plötzlich hier drin. Dann ging es ein bisschen weiter, sodass wir knapp drüber waren, dann haben wir nochmal die Kontakte erhöht und dann blieben wir immer in diesem vorgegebenen Intervall. Das heißt, in diesem Bereich hat ganz das Netzwerk selbst diese Entscheidung getroffen anhand dieser Regeln und wir haben nur die Regeln vorgegeben, aber nicht die Effekte. Das heißt, das Netzwerk ging eben von einer ganz schlechten Qualität aus, hat es erkannt, dass es schlecht ist, hat sich dementsprechend verbessert, einmal, zweimal, dreimal und dann war die Qualität gut genug und die Qualität blieb in diesem Bereich. Genau, ich glaube, das ist hier sehr ähnlich. Also wir gingen von 20 Fingertable-Size von 20 aus, initial Hauptcount von 100 gehabt und nach zwei Schritten hatten wir einen Fingertable-Size von 8 und Fingertable-Size von 80 und eben einen Hauptcount von 8. Das heißt, hier kann man auch sehen, Fingertable-Size verdoppelt sich, dementsprechend auch unser Hopcount kommt runter und unser Lookup-Delay auch. Das heißt, man kann jetzt für verschiedene Metriken noch solche Ziele vorgeben. Aus der anderen Richtung hatten wir mit 160 begonnen, hatten einen Hopcount von 5,7, das ist auch nicht in diesem Intervall, das ist zu gut. Und nach dreimal 10%igem Wegwerfen hatten wir 117 Fingereinträge mit einem Hopcount von 7, sodass wir gerade drin waren. Und auch von dieser Richtung ließe sich das annähern. Das heißt, wenn man mal so eine, genau, wenn man mal so ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufsetzt, dann ist es immer förderlich, sowohl das Monitoring zu haben, als auch idealerweise so ein Steuerungsmechanismus, um die Qualität im Nachhinein anpassen zu können. Ja? Ja. Ja. Ja, Sicherheit ist immer, genau, also in der Wissenschaft geht man immer unsinnig vor. Man zeigt erstmal, dass es theoretisch funktioniert und dann kommt jemand und sagt, ja, wie ist denn mit der Sicherheit? Und die macht man erst im zweiten Schritt. Also man muss diese ganzen Schritte noch im Nachhinein noch absichern, aber der erste Schritt ist erstmal zu sehen, lohnt sich das überhaupt, also funktioniert das denn? Und dann schaut man sich die Sicherheit an. Aber ja, in diesem Fall ist es alles angreifbar und ganz falsche Werte können dazu führen, dass die Knoten alle ihre Eigenschaften, Einstellungen verändern und genau. Okay, wir hatten auch mal, genau, ich glaube, damit möchte ich so abschließen. Also, das sind immer die großen Herausforderungen bei Peer-to-Peer. Also, wenn Sie irgendeine Anwendung bauen, müssen Sie wirklich an alles denken. Es muss daran gedacht werden, dass die Qualität stimmen muss. Dazu brauchen Sie vielleicht Monitoring, dazu brauchen Sie eine Art Regelkreis. Sie müssen an die Sicherheit denken, Sie müssen an die Ausfallsicherheit auch denken der Daten. Alles muss repliziert sein in guter Form. Also, es ist deutlich komplexer als irgendeine zentralisierte Lösung. Bei zentralisierten Lösungen ist es so, Sie stellen den Server auf, sicher ist er dadurch. Zugriff können Sie gut kontrollieren, Sie kodieren einfach die Zugriffsrechte da rein und monitoren das lokal. Also das funktioniert gut. Aber das hat halt einige Einschränkungen, für welche Anwendungen Sie es nutzen können. Ich glaube, Peer-to-Peer-Anwendungen werden gut anwendbar sein für sichere Kommunikation, weil die eben nicht abhörbar sind. Wenn da die Sicherheitsverfahren drin sind, dann sind sie drin und sie funktionieren. Und dann muss man niemandem vertrauen, bis auf der Mathematik. Also das ist ein Anwendungsfall. Oder wenn es günstiger ist, die Lösung dezentral zu finden, also sich bewegende Autos oder irgendwelche Industrie 4.0-Anlagen, wo die Roboter herumfahren, miteinander kommunizieren und so. Naja. Genau, jetzt wollte ich noch was sagen, Automated Distributed Learning. Also zu diesen ganzen Monitoring-Verfahren gibt es auch einige weiterführende Arbeiten. Also es wurde untersucht, was ist sicherheitstechnisch möglich. Da hat man eben festgestellt, einmal durch Redundanz und Plausibilitätsprüfung. Also wenn man
so parallele Bäume hat und deren Ergebnisse vergleicht man, dann erwartet man ja, dass Knoten auf derselben Level ungefähr ähnliche Ergebnisse haben. Da kann man starke Ausreißer abfangen. Man kann auch Plausibilitätsprüfen, also man kann auch prüfen, ob dieser Knoten überhaupt eine Nachricht senden darf. Ist es überhaupt mein Kindknoten? Das kann man noch überprüfen. Wir haben auch mal versucht, wie ist es denn, wenn das Netzwerk selber lernen soll, welche Konfiguration denn ideal für sich selbst ist. Also welche Zusammenhänge es zwischen Parametern und Metriken gibt. Also kann das System lernen, dass es die Routing-Tabellengröße verändern muss? Oder verändert es einen anderen Parameter? Also kann es lernen, wie man am besten den Hopcount modifiziert? Ja, also theoretisch ja. Faktisch ist es aber so, dass es sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt und da lernt man eigentlich nie aus. Das ist das Problem. Also man kann nicht alle Optionen durchlernen und schauen, dass das verwendbar ist. Aber es gibt viele spannende Fragestellungen rund um diesen Bereich und nächste Woche am Donnerstag, also am Mittwoch, ich werde noch die Übung hochladen jetzt gleich zum Monitoring und nächsten Donnerstag schauen wir uns dann mal an, wie denn diese ganzen Elemente, die wir betrachtet haben zum Thema Peer-to-Peer-Datenhaltung, Zugriffskontrolle, Monitoring, wie die in einer Anwendung verbunden werden können und was man damit machen kann. Okay, dann freue ich mich, Sie darauf, nächste Woche zu sehen und